Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur ZIB2. In Deutschland wird sich der Staat offenbar an der Lufthansa beteiligen. Flugrettung, damit steigen auch die Chancen für die Austrian Airlines. Eine Insolvenz scheint vorerst abgewendet. Völlig unklar ist aber, wie es mit Laudamotion weitergeht. Bühnenarbeiterin, der Kulturbetrieb steht seit 2 Monaten still und die neue Staatssekretärin vor riesigen Baustellen. Nach ihrer Angelobung heute ist Andrea Mayer live im Studio. Krankheitsbild, was die Mediziner bei der Behandlung von tausenden Corona-Patienten bisher gelernt haben. Wie geht es mit den Fluglinien weiter, die in Wien zu Hause sind? Das dürfte sich in den nächsten Stunden und Tagen entscheiden. Ein ganz wesentlicher Schritt für die Austrian Airlines ist offenbar heute schon passiert. Ihre Muttergesellschaft Lufthansa wird von der deutschen Regierung mit insgesamt 9 Milliarden Euro gerettet, berichtet der Spiegel. Angeblich gegen eine staatliche Beteiligung von 25% und einer Aktie. In Österreich wird über das Hilfspaket für die Auer noch verhandelt, aber eine Insolvenz, die scheint jedenfalls vorerst vom Tisch. Und morgen läuft ein Ultimatum bei der Laudamotion ab. Stefan Hartl über eine Branche in schweren Turbulenzen. Die Staatshilfe für die Lufthansa ist offenbar im Anflug. Es war ein ziemliches Gezerre, doch laut Spiegel haben sich Lufthansa und der Staat jetzt geeinigt, was die deutsche Bundeskanzlerin so kommentiert. Es ist in Kürze mit einer Entscheidung zu rechnen, aber sie muss dann auch fertig sein. Der Staat dürfte bei der Lufthansa wieder an Bord sein und auch im Aufsichtsrat sitzen, so der Spiegel. Mehr Details gibt es noch nicht. Die mögliche Einigung in Deutschland könnte aber jedenfalls den Verhandlungen in Wien neuen Schub geben. Auch die Lufthansa-Tochter Auer braucht Staatshilfe. Dafür verlangt die Regierung in Wien von der Lufthansa Absicherungen, die aber bisher ausgeblieben sind. Damit hängt die Staatshilfe in Österreich weiter in der Luft. Fertig ausverhandelt ist hingegen das Sparpaket für das fliegende Personal. Es betrifft alle. Und es betrifft alle in einem extrem hohen Ausmaß. Wir werden über viele Monate, wenn nicht Jahre, mit weniger Geld auskommen müssen. Dazu haben wir eben mit unserem Vorstand ein Paket geschnürt, über 300 Millionen. Und sind zuversichtlich, dass wir in die Luft kommen. Ausverhandelt ist, dass die Kurzarbeit beim Bordpersonal bis zum Jahr 2022 verlängert wird. Danach werden die Mitarbeiter zeitlich begrenzt auf 5-15% ihres Gehalts verzichten. Und wenn das Geschäft wieder läuft, bekommen sie ab 2024 einen Teil ihres Krisenbeitrags wieder zurück. Unmittelbar wird es keinen Jobabbau geben, aber wenn es so kommt, wie wir heute aussehen, werden wir ungefähr 1000 Mitarbeiter weniger brauchen, als das heute der Fall ist. Das ist nicht beschlossen, aber das ist rein rechnerisch der Fall. Wenn wir weniger Flugzeuge haben, brauchen wir auch weniger Mitarbeiter. Die Auer Geschäftsführung hat sich auch mit dem Flughafen und anderen Lieferanten über Preisnachlässe geeinigt und ist damit ihrem Ziel, dem Neustart, ein gutes Stück näher gekommen. Nach einer Notlandung sieht es hingegen derzeit bei Laudamotion aus, die keine Finanzspritzen vom Staat verlangt. Einst von der Politik als österreichische Lösung beklatscht, droht nun der irische Eigentümer, die Ryanair, damit, den Lauda-Standort mit 300 Mitarbeitern in Wien zuzusperren. Das Unternehmen verlangt einen neuen Kollektivvertrag, der laut Gewerkschaft für Flugbegleiterinnen ein Grundgehalt von 850 Euro netto vorsieht. Die Frist läuft morgen aus. Eine Einigung ist ziemlich unsicher. Der Abflug von Laudamotion aus Wien zumindest gebucht. Das Gesundheitsministerium hat heute eine Zwischenbilanz zur Corona-Situation in Österreich gezogen. Die Zahl der aktuell registrierten Fälle ist heute auf 780 gefallen, den tiefsten Stand seit Mitte März. Nur noch 174 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt. Am Höchststand Anfang April waren es mehr als 1100. Und nur mehr 37 der Spitalspatienten sind auf einer Intensivstation. Vor 6 Wochen waren es 7-mal so viele. Aber zu keinem Zeitpunkt war mehr als ein Viertel der vorhandenen Intensivbetten belegt. Das große Ziel, die Intensivstationen ja nicht zu überlasten wie in Italien, das wurde also mehr als erreicht. Im Juni will das Gesundheitsministerium die einzelnen Schutzmaßnahmen im Detail bewerten. Aber Rudolf Anschober will zumindest an der Maskenpflicht jedenfalls vorerst festhalten. Eine Impfpflicht gegen Corona will der Minister nicht, im Gegensatz zu mehreren Landeshauptleuten. Doch von einem Impfstoff ist ohnehin noch keine Rede. Und so haben die Spitäler seit Anfang März tausende Corona-Patienten behandeln müssen mit völlig unterschiedlichen Krankheitsverläufen, wie Katharina Gruber berichtet.
20 Tage befinden sich Patientinnen und Patienten mit sehr schweren Covid-19-Verläufen durchschnittlich auf der Intensivstation. Etwa dreimal so lange wie Menschen, die aus anderen Gründen Intensivbehandlung brauchen. Auf die Langwierigkeit weisen heute Mediziner auf der Pressekonferenz des Gesundheitsministeriums ebenso hin wie auf die vielseitigen Symptome. Das Virus ist ein Chamäleon, eine Lymphknotenerkrankung, die eine Rarität ist, und auf einmal poppt das in England auf, dann kommen die Publikationen aus Italien, dann kommen die Publikationen aus Amerika. Das heißt, das Virus hat hier eine neue Erkrankungserscheinung bekommen. Die Dermatologen sind gefordert, die Hautärzte. Auf einmal kriegen wir frostbeulenähnliche Veränderungen an den Zehen. Das heißt, wir lernen ständig neue Dinge kennen. Andere Begleiterscheinungen sind typisch für schwere Covid-19-Verläufe. Sie treten in der Regel ab der zweiten Krankheitswoche auf. Das ist ganz typisch. Das ist eine überschießende Immunreaktion, die dann verschiedene Organsysteme, in einem Fall das Immunsystem, im anderen Fall der Niere, im dritten das Kreislaufsystem etc., also Leberversagen, alles Mögliche kann da passieren. Und das ist vulgär, nennt man das, ein Zytokinsturm. Ein Sturm aus Reaktionen des Körpers auf das Virus, ausgelöst durch den Botenstoff Zytokin. Das kann auch jüngere Erkrankte treffen. Nach wie vor setzt man zur Behandlung Blutplasma von ehemaligen Erkrankten und das Ebola-Medikament Remdesivir ein. Erfolge sieht man, dass Remdesivir gegen Covid-19 hilft, ist aber noch nicht wissenschaftlich gesichert. Ich bin da sehr optimistisch, dass sich in den nächsten Wochen, Monaten hier die optimale Therapie rauskristallisieren wird. Das, was man jetzt schon sagen kann, also diese initiale Hoffnungslosigkeit, ja, wenn du auf der Intensivstation bist, da schaust du dann nur zu und so weiter, das ist total draußen. Etwa 4 von 5 Covid-19-Intensivpatientinnen können die Intensivstation lebend verlassen, während es am Anfang der Pandemie nur halb so viele waren. Allerdings, bis sich die Patienten wirklich erholt haben, vergehen dann noch mehrere Wochen. Noch nie hatte ein neues Regierungsmitglied zu seiner Angelobung einen so kurzen Weg wie die neue Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. Bis heute Vormittag war sie nämlich Kabinettschefin in der Präsidentschaftskanzlei hinter der berühmten Tapetentür. Heute Vormittag wurde sie dann vor der Tür von ihrem bisherigen Chef vereidigt. Es ist eine Art berufliche Rückkehr ins Kulturministerium. Dort war Mayer ja lange Spitzenbeamtin. Und diese Erfahrung kann sie nun dringend brauchen für die riesigen Baustellen im Corona-infizierten Kulturbetrieb. Andrea Mayer bei der Angelobung zur Kulturstaatssekretärin heute Vormittag. Sie soll die Kulturszene aus dem Corona-Chaos ziehen. Oper, Theater, Museen, sie sind alle mit finanziellen Einbußen konfrontiert. Das Sitzangebot in den Theatern ist aus Sicherheitsgründen massiv reduziert. Die Museen sind zwar wieder offen, aber der Kartenverkauf läuft schlecht. Es fehlen die Touristen. Wir werden Zusatzbudgets brauchen. Wenn wir einsparen, brauchen wir, um nicht noch zu Personalmaßnahmen greifen zu müssen, brauchen wir im laufenden Jahr gut 6 Millionen Euro an Zusatzmitteln, um sozusagen den Verlust zu kompensieren und um dann stabil ins nächste Jahr zu kommen. Der Einnahmeverlust von Belvedere, Burgtheater und Co. summiert sich bis Herbst auf geschätzt 50 Millionen Euro. Konkrete Hilfszusagen fehlen. Offen ist auch, unter welchen Bedingungen ab Juni geprobt werden kann. Die Staatsoper möchte im September auf jeden Fall den Spielbetrieb wieder aufnehmen, ob bei vollem oder reduzierten Kartenverkauf. Warum gelten in einem Flugzeug andere Regeln? Warum gelten in der U-Bahn andere Regeln? Warum gelten im Gastgarten längst andere Regeln, wie ich beobachten kann, beim Spazieren durch die Stadt, andere Regeln als im Theater? Jetzt aus übergroßer Vorsicht Maßnahmen zu treffen, die vielleicht im September überhaupt nicht nötig sind, nur damit man jetzt eben endlich irgendeine Sicherheit hat, das ist nicht in unserem Interesse. Viele freischaffende Künstlerinnen kämpfen ums Überleben. Die Interessensgemeinschaft Autorinnen und Autoren fordert eine steuerfreie Grundsicherung von monatlich 1.000 Euro für jeden Kulturschaffenden bis zum Ende der Krise. Was man jetzt gesehen hat, es haben sich doch eher die saturierteren, arrivierteren Herrschaften gemeldet, die ja keine finanziellen Probleme haben persönlich. Die Unzahl an Künstlern, denen es wirklich schlecht geht, die wirklich an der Existenz, am Existenzminimum sind oder wirklich nicht wissen, wie sie überleben sollen, die sind ja eher in eine Schockstarre verfallen. Von denen hat man ja sehr wenig gehört. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass denen geholfen wird. Das ist, glaube ich, das Um und Auf.
Nachtclubbetreiber und DJs sind in ihrer Existenz gefährdet. Wann sie wieder aufsperren dürfen, ist unklar. Ähnlich schlimm trifft es die Filmwirtschaft. Dutzende Produktionen stehen still. Regisseure, Schauspieler und Produktionsfirmen warten seit Wochen auf klare Regeln. Die Filmwirtschaft macht in Österreich jährlich einen Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro. Das Aufgabenfeld für die neue Kunst- und Kulturstaatssekretärin ist groß. 100 Tage Schonfrist hat Andrea Mayer bestimmt nicht. Und ich begrüße Andrea Mayer jetzt in unserem Interviewstudio. Guten Abend. Guten Abend. Frau Staatssekretärin, als Sie Vizekanzler Kogler gefragt hat, ob Sie dieses Amt übernehmen wollen, haben Sie ihm da irgendwelche Bedingungen gestellt, damit Sie es machen? Das sind Gespräche, die unter vier Ohren und vier Augen stattfinden. Und das möchte ich jetzt nicht weiter kommentieren. Aber wir haben schon natürlich über Inhalte und Möglichkeiten, die Situation für Kunst und Kultur jetzt auch in Österreich wieder zu verbessern, zu öffnen, gesprochen. Was Sie offenbar nicht verlangt haben, ist, dass die Kultur wieder ein eigenes Ministerium und Sie Ministerin werden. Immerhin haben Sie als Staatssekretärin ja keinerlei eigene Kompetenzen und keine Budgethoheit und einen Minister, der sich offensichtlich mehr für Sport als für Kultur interessiert. In den intensiven Gesprächen, die ich in den letzten Tagen mit Werner Kogler führen konnte, wurde mir klar, dass Werner Kogler jemand ist, der eine große Leidenschaft für Kunst und Kultur hat, sich hier auch in vielen Bereichen sehr gut auskennt, eine hohe Empathie für Künstlerinnen und Künstler hat. Und da passen wir sehr gut zusammen. Und dass unser Angebot lautet, die Kunst und Kultur hat in Österreich einen Kunstminister und eine Staatssekretärin und zu zweit ist man immer stärker und das werden wir beweisen. Und als Kunstminister ist Werner Kogler bisher noch nicht sehr in Erscheinung getreten. Er hatte Ulrike Lunacek, die war eine sehr erfahrene Politikerin, hatte aber keine Expertise im Kulturbereich. Die haben Sie jetzt fast im Übermaß, kaum jemand kennt den Kulturbetrieb in Österreich so gut wie Sie, aber politisch sind Sie eine Quereinsteigerin, sowohl vom Handwerk her als auch bei den Grünen. Hätten Sie sich in dieser schwierigen Situation eigentlich selbst als neue Kulturstaatssekretärin ausgewählt? Ja, das ist schwer zu beurteilen, ob man sich selber ausgewählt hätte. Ich bin dem Bereich Kunst und Kultur sehr verbunden und ich habe eine Krisenfestigkeit und Managementkompetenzen. Und wenn man für so eine Situation gefragt ist, dann sagt man einfach ja. Es war ja durchaus überraschend, dass Sie so schnell die Favoritin von Werner Kogler waren, dem Bundessprecher der Grünen. Sie kommen nämlich aus der SPÖ. Sind Sie jetzt eine Grüne? Meine Mitgliedschaft zur SPÖ ist ruhend gestellt und ich bin Mitglied des Grünen Regierungsteams und Mitglied der ganzen Bundesregierung. Sind Sie auch Parteimitglied bei den Grünen jetzt? Nein. Oder werden Sie es? Nein. Sie haben es auch nicht vor? Nein. Kommen wir zu dem Problem Berg, der da jetzt vor Ihnen steht. Ab Freitag nächster Woche, ab dem 29. darf es wieder Kulturveranstaltungen geben. Vorerst mit bis zu 100 Besuchern, aber es gibt die Verordnung noch nicht, unter welchen Rahmenbedingungen das stattfinden darf. Maskenpflicht, Mindestabstand, was immer da ganz genau geregelt wird. Wie sollen sich denn die Veranstalter darauf einrichten, dass sie in einer Woche loslegen dürfen, wenn sie ihre Regeln noch nicht kennen? Ja, es ist ein positives Signal, dass wir wieder zu einer gewissen Normalität kommen und wir können einkaufen, wir können essen gehen ins Restaurant und wir können wieder Kaffee trinken. Und daher ist es notwendig, dass wir auch wieder Kunst und Kultur erleben können, live als Publikum inmitten eines künstlerischen Prozesses. Das ist ganz, ganz wichtig. Das gehört zu unserer Normalität, zu unserer Lebensqualität. Das Gesundheitsministerium, Herr Bundesminister Anschober, arbeitet intensiv an dieser Verordnung, gemeinsam auch mit unserem Ressort. Und nächste Woche wird die Verordnung rauskommen. Und es gab ja schon sehr viele Vorgespräche mit den Kunst- und Kulturmanager und Managerinnen, mit Leitern von Kulturinitiativen, aber auch mit Vertretern von Gemeinden und
Gestern gab es eine Videokonferenz des Herrn Vizekanzlers mit dem Gesundheitsminister und den Landeskulturreferenten. Also es ist ein intensiver Austausch, um noch einmal eine Kommunikationsschleife und einen offenen Austausch und Dialog herzustellen, habe ich heute noch für Freitag eingeladen, 40 Managerinnen im Bereich Kultur, damit wir uns noch über die Rahmenbedingungen, unter denen der Betrieb in Kunst und Kultur wieder hochgefahren werden kann, austauschen. Und das Einzige, was man schon weiß, ist, dass es bei allen Kulturveranstaltungen diesen Mindestabstand von 1 Meter geben wird, so wie im Freien. Und da sagen jetzt viele Veranstalter, wir haben gerade Bogdan Rostschitsch von der Staatsoper gehört, in Flugzeugen dürfen die Passagiere direkt nebeneinander sitzen. In der U-Bahn muss man den Meter nicht einhalten, wenn nicht genug Platz ist. Im Restaurant können sogar 4 Menschen und ihre Kinder an einem Tisch gegenüber voneinander sitzen, miteinander reden. Aber in Kulturbetrieben, wo man hintereinander sitzt, wo man nicht redet, wo alle in die gleiche Richtung schauen, da muss man so weit Abstand halten, dass mindestens die Hälfte der Plätze frei bleiben muss. Können Sie diese Logik erklären? Ich halte nichts davon, dass wir Bereiche gegeneinander ausspielen. Wichtig ist, dass wir reisen können, dass wir essen können, wie schon erwähnt, auch uns wieder in ein Café setzen. Das gehört zu unserem Leben und wir wollen es so bald wie möglich und so gut wie möglich ermöglichen, dass Kunst und Kultur erlebbar wird, aber natürlich unter den gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen, die derzeit gelten. Die Details sind noch nicht fertig ausverhandelt. Dazu gibt es eben noch Gespräche zwischen den Ressorts und mit den Kulturinstitutionen. Aber heißt das, dass der Mindestabstand noch nicht fix ist? Ich möchte nicht weiter die Details kommentieren. Es ist eine Verordnung des Gesundheitsministers. Wir sind darüber mit ihm in sehr guten, konstruktiven Gesprächen. Das möchte ich jetzt nicht durch ein Interview irritieren, sodass wir nächste Woche zu einer guten Lösung kommen. Mein Ansatz ist natürlich schon, einen guten Kunst- und Kulturbetrieb, mit dem die Institutionen auch zufrieden sind und sich auch verstanden fühlen und wo sie es auch für möglich halten, dass wieder Kunst und Kultur möglich ist, Ausstellungen, Performances, Theater, Musik, Oper, Festspiele. Und nächste Woche geht's los mal mit bis zu 100 Menschen maximal. Verstehen Sie eigentlich, warum er seit letzter Woche im Stephansdom schon Gottesdienste mit 300 Menschen feiern darf, Kulturveranstaltungen mit mehr als 100 Besuchern, aber erst im Juli? Wie gesagt, ich möchte nicht Bereiche gegeneinander ausspielen. Ich möchte gar nichts gegeneinander ausspielen. Vielleicht, ich verstehen. Ja, vielleicht. Verstehen Sie es? Es ist eine andere Logik in Kirchen. Also ich bin dafür zuständig, jetzt im Kunst- und Kulturbereich die beste Lösung zu finden. Und dafür trete ich ein mit allem, was mir an Kompetenz und Erfahrung zur Verfügung steht. Die Staatsoper hat rund 1.700 Plätze, das Burgtheater 1.200, der Goldene Saal, im Musikverein rund 2.000. Können die im Herbst wieder bespielt werden? Wir werden schauen, wie wir mit der Verordnung jetzt weiterkommen und natürlich ist wichtig, dass die Institutionen eine Planungssicherheit haben und dass wir ihnen noch vor dem Sommer oder zu Anfang des Sommers auf jeden Fall auch eine Sicherheit geben können, wie die nächste Saison, die ja für die Kulturinstitutionen immer im Herbst des Jahres beginnt, wie sie in der nächsten Saison spielen können, Konzerte veranstalten können, Theaterstücke und so weiter inszenieren können. Die andere riesige Baustelle ist das Geld. Über die Künstlersozialversicherung können Kulturschaffende bisher eine einmalige Unterstützung von 1.000 Euro beantragen. Es soll eine zweite Phase geben, steht dort auch auf der Homepage, aber es gibt sie noch nicht, obwohl es seit 2 Monaten keine Kulturveranstaltungen und kein Einkommen mehr gibt. Wie dieses neue Modell aussehen wird, weiß kein Mensch. Warum nicht das sehr simple Modell, das die IG Autoren vorsieht, mit einer Art Grundsicherung von 1.000 Euro pro Monat für Kulturschaffende bis Jahresende? Die freischaffenden Künstlerinnen und Künstler sind sicherlich diejenigen, die jetzt von dieser Corona-Krise am stärksten betroffen sind. Sie können seit Wochen
nicht spielen, nicht auftreten, es finden keine Lesungen statt, es gibt keine Ausstellungen. Ihre Galerien waren teilweise geschlossen. Das Interesse, Kunstwerke zu kaufen, ist jetzt wahrscheinlich auch enden wollend. Also es ist für die freischaffenden Künstlerinnen und Künstler eine sehr, sehr schwierige Phase. Dafür habe ich großes Verständnis, und Künstler leben sowieso oft unter schwierigen Rahmenbedingungen, und daher halte ich es für wirklich aller notwendigst, dass wir diesen Künstlern über diese Phase hinweg helfen mit einer Unterstützung, bis sie wieder in den Kunst- und Kulturbetrieb auch besser eingebunden sind und ihre Werke aufgeführt werden können, die Bücher gelesen werden können, die Bilder ausgestellt werden können. Gut, wie schnell wird es diese Lösung geben? Rasch. Was heißt rasch? Herr Wolf, ich glaube, Sie und ich wissen genau, was rasch heißt. Rasch heißt, dass sich alle Beteiligten der Verantwortung bewusst sind, dass wir wirklich so schnell als möglich eine Lösung herbeischaffen müssen und wollen. Und es ist richtig, und das wird in den nächsten Wochen passieren. Und ich nehme an, was Ähnliches gilt auch für die Kulturveranstalter, die auch immer einen Großteil ihrer Einnahmen umfallen. Da gibt es jetzt auch noch nichts Konkretes. Eine letzte Frage noch. Zurzeit müssen ja die Konsumenten den Veranstaltern zwangsweise Kredite geben. Wer schon ein Ticket gekauft hat, das für eine Veranstaltung, die wegen der Corona-Verbote jetzt nicht stattfindet, der kriegt doch ein eigenes Gesetz nur einen Gutschein zurück, jedenfalls bis 70 Euro und über 250 Euro. Konsumentenschützer glauben, dass das nicht verfassungskonform ist. Warum kriegen eigentlich nicht die Kulturkonsumenten ihr Geld zurück und die Regierung, die diese Verbote verhängt hat, ersetzt es den Kulturveranstaltern? Diese Regelung ist beschlossen worden, bevor ich im Amt bin. Ich möchte das jetzt nicht weiter kommentieren. Es ist eine Sicherheit für die Kulturveranstalter, und diese Regelung gibt es jetzt. Und wenn sie beim Verfassungsgerichtshof irgendwie angezweifelt wird, dann wird der Gerichtshof dementsprechend entscheiden. Frau Staatssekretärin, vielen Dank für den Besuch und guten Abend. Danke für die Einladung. Und wir wechseln damit ins Ausland. In Indien mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern gilt seit knapp 2 Monaten eine drakonische Ausgangssperre, um die Ausbreitung der Corona-Pandemie zu verhindern. Die gut 110.000 Corona-Fälle sind angesichts der riesigen Bevölkerung gar nicht viel, aber in Indien wird auch nur sehr wenig getestet. Doch jetzt trifft das Land auch noch eine verheerende Naturkatastrophe, einer der stärksten Wirbelstürme der letzten Jahrzehnte. Millionen Menschen in Indien und Bangladesch sind schon auf der Flucht. Der Superzyklon kommt über den Golf von Bengalen und zerbricht Häuser, Bäume und Strommasten, als wären sie Spielzeug. In Bangladesch trifft der Zyklon samt Flutwellen und Überschwemmungen vermutlich auch das größte Flüchtlingslager Kuttupalong im Cox Bazar. Seit 13. Mai gibt es laut WHO im Lager mehrere Corona-positiv getestete Fälle. Die provisorischen Behausungen der Flüchtlinge sind eine leichte Beute für den Superzyklon. Auch die indischen Behörden sind sich ihrer Lage zwischen Corona-Pandemie und Wirbelsturm bewusst. Seit Tagen versuchen sie, für Tausende und Abertausende Menschen Notunterkünfte bereitzustellen. Die Evakuierungen gestalten sich schwierig. Man habe doppelt so viele Busse eingesetzt, sagt der bengalische Katastrophenleiter. Der Superzyklon trifft Indien zur Unzeit. Das 1,3 Milliarden Volk zählt gerade seine Corona-Toten. In Indien haben wir rund 3000 Tote und 100.000 Infizierte. Die Todesrate ist sehr gering, was gut ist. Andererseits steigen die Infektionen weiterhin. Und zwar täglich weiter um rund 4000. Und das trotz der dramatischen Ausgangsbeschränkungen. Millionen haben ihre Arbeit verloren, versuchten zu Fuß in ihre Heimatdörfer zurückzukehren. Wir sind die vergangenen 2 Monate zu Hause gesessen. Wir hatten keine Arbeit. Nun sagt uns die Regierung, wir dürfen nur einen Passagier auf einmal transportieren. Auf den Feldern verrottet die Ernte. Seitdem Regierungschef Narendra Modi am 24. März rigorose Ausgangssperren verhängt hat, fehlen die Transportkapazitäten. Zur wirtschaftlich dramatischen Lage kommen gesellschaftliche Spannungen. Es geht gegen die große muslimische Minderheit.
Zuletzt gab es in Delhi mindestens 53 Todesopfer bei Ausschreitungen. Und es geht gegen die Kaste der Dalits, der Unberührbaren. Und nun fegt auch noch der Superzyklon über Bengalen. Berichtet Claudia Lindt, und wir haben jetzt noch weitere wichtige Meldungen vom Tag für Sie. Unternehmen in Österreich können in der Corona-Krise seit heute beim Finanzamt einen Fixkostenzuschuss beantragen. Voraussetzung für den Bezug sind Umsatzverluste von mindestens 40%. Eine Insolvenz darf nicht vorliegen. Die SPÖ fordert heute ein 40 Milliarden Konjunkturpaket für die nächsten 4 Jahre gegen die Arbeitslosigkeit. Im Streit zwischen der Stadt Wien und dem ÖVP-Innenministerium um die Corona-Maßnahmen legt ÖVP-Integrationsministerin Susanne Raab nach. Sie ortet signifikant viele Fälle in Flüchtlingsheimen und bietet Wien Hilfe an. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mickl-Leitner von der ÖVP lobt indes die gute Zusammenarbeit mit Wien. Die FPÖ Wien hat am Nachmittag gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung demonstriert. Rund 1000 Menschen kamen dem Aufruf der Partei nach und versammelten sich auf dem Wiener Heldenplatz. Für den Abstand zwischen den Demonstranten sorgten Bodenmarkierungen. In der schwedischen Hauptstadt Stockholm hat mehr als jeder 5. Bewohner Antikörper gegen das Coronavirus gebildet. Das ist das Zwischenergebnis einer laufenden Studie der schwedischen Gesundheitsbehörde. Weniger Antikörperträger finden sich im Süden des Landes mit 4,2% und in der Region um Göteborg mit 3,7%. Im US-Bundesstaat Michigan mussten nach heftigen Regenfällen tausende Menschen in Sicherheit gebracht werden. Im Bezirk Midland sind wegen der Wassermassen 2 Dämme gebrochen. Nun drohen historische Überschwemmungen, so die Behörden. Und zum Schluss der Sendung können wir noch ganz kurz von einer ganz besonderen Beförderung berichten. Der britische Kriegsveteran Tom Moore wird der älteste Ritter, den Queen Elizabeth je ernannt hat. Der 100-Jährige hat mit einem Spendenlauf am Rollator 37 Millionen Euro für das britische Gesundheitswesen gesammelt. Geplant waren 1000 und ist als Captain Tom zu einer Art Corona-Nationalheld geworden. Mittlerweile wurde er ehrenhalb zum Oberst befördert und jetzt wird er auch noch Sir Thomas Moore. Und damit verabschieden wir uns für heute von allen, die uns via Dreiser zugeschaut haben. Danke für Interesse, einen schönen Abend noch aus Wien. Und wir schauen noch schnell auf die Wetteraussichten. Ein schwaches Hoch ist morgen und am Freitag in Österreich wetterwirksam. Dazu kommt recht milde und nur mäßig feuchte Luft vom Atlantik zu uns. Zumindest zeitweise scheint morgen die Sonne, letzte Regenschauer im Bergland ziehen am Vormittag ab. Nordwind lebt auf und die Temperaturen erreichen 17 bis 25 Grad. Am Freitag wechseln Wolken und Sonnenschein, am Samstag ziehen im Tagesverlauf Regenschauer und Gewitter auf. Am längsten trocken und sehr warm ist es im Süden. Die NOF2 geht jetzt weiter mit dem Weltjournal, präsentiert von Patricia Pawlitzki. Weltweit versuchen Forscher zurzeit, einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln. Wir zeigen im Weltjournal, wie schnell die Entdeckung einer Impfung gegen eine andere hochinfektiöse Viruserkrankung schon einmal weltweit für großes Aufatmen gesorgt hat. Bis Mitte der 50er Jahre hat die Kinderlähmung mindestens so viel Leid verursacht wie heute die Corona-Pandemie. Bleiben Sie dran. Und die nächsten aktuellen Nachrichten gibt es in der ZIP-Nacht, heute um 9 Minuten vor 11 in ORF 1. Inzwischen von uns allen hier noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.